dass wir verhungern können. Sie sollen Reinklang einfach... Möge das Land gut zu dir sein. Immer guter Laune bleiben. Brände. Hallo. Heute ist ein Also, Reh, sie ist irgendwie sanft. Vielleicht Teil der Programmierung. Was willst du? Gibt es irgendein Problem? Das Problem sind Fremde. Du bist die zweite, die ich heute sehe. Je früher ihr geht, desto besser für das Land hier. Desto weniger übel das Wurzeln schlägt. Ich dachte, den Schmerz eures Landgottes zu lindern, hätte für ein wenig guten Willen gesorgt. Reh wird sowieso sterben, genau wie wir alle. In der Zwischenzeit kommen Fremde und rauben das bisschen, das wir haben. Wie diese Kaja-Jägerin vorhin, gekleidet wie ein Vogel, mit einem Utaro-Mädchen im Schlepptau, als wäre sie eine Sklavin. Nannte das Mädchen eine Drossel. Das habe ich noch nie gehört. Muss eine Art Kaja-Fluch sein. Moment, eine Kaja-Jägerin mit einer Utaro-Drossel? Was, führe ich Selbstgespräche? Ja, hab sie heute gesehen, rannten nach Südwesten, in den sicheren Tod. Da kann man keine Stachelfrucht ernten. Zu viele Maschinen. Armes Utaro-Mädchen, wer sie auch ist. Möge ihr Same fruchtbaren Boden finden. Es war nicht deine Absicht, aber du hast mir geholfen, eine alte Freundin zu finden. Danke. Ich brauche deinen Dank nicht. Ich will ihn nicht. Kaja-Jägerin. Klingt nach jemandem, den ich kenne. Südwesten, dort sollte ich anfangen. Was sie wohl so weit hier draußen macht? Fremde. Diese Felder leiden unter der Plage. Oh, einen helleren Tag. Mein Fokus empfängt immer noch ein Signal. Ein Langhals. Wenn ich den überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Man muss vorbereitet sein. Ist das die Messerin von Meridian? Ich hörte von einem Relikt, das sich in Ruinen im Osten befinden soll. Man sagt, es leuchte so hell wie ein Funke. Aber das verdammte Ding ist außer Reichweite. Vielleicht schaue ich mir das mal an.
eine Satellitenschüssel. Wenn ich darauf klettern kann, müsste ich den Langhals leicht erreichen können. Keine passende Munition. Muss doch ein Weg auf dieses Ding führen. Ich habe in der Station schon mal gelernt, Maschinen zu verbinden. Ob es hier draußen wohl welche gibt? Konsole. Dann kann ich nicht, aber es sieht aus, als könnte das Ding nicht gehen. Wenn ich herausfinde, wie ich die Energie wieder anschalten kann, kann ich das Ding vielleicht bewegen und einen Weg hinauffinden.
Hier ist die Plage schlimmer. Wenn ich kein Gaia-Backup ans Laufen bekomme, wird es überall so sein. Der Tor will nur, dass ich mit Karu in Harmonie lebe. So lange, wie der Kreislauf es uns erlaubt. Selbst wenn wir hier sterben, kann ein Klang unsere Samen doch nicht aufnehmen. Mir der Landgötter der Utaro. Sie verpesten die Felder. Es ist, als ob sie immer noch nach ihrer Programmierung handeln. Auch wenn sie damit alles töten. So.
Legende in Rank. Du, der Chor, ihr liegt alle falsch. Sei gewarnt, halte dich von den Ruinen im Nordwesten von Rheinklang fern. Späher sagen, dass nachts im Wald etwas leuchtet. Was immer es ist unnatürlich. Gut zu wissen. Ein Leuchten in den Ruinen. Das könnte Technik der alten Welt sein. Könnte ein Big Bad sein. Aloy hat schon größere Probleme mit der Technik. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fahr ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Sind also wahr. Du musst die Soldatin sein, die Regalas Streiter besiegte. Und die hier für mächtig Aufruhr gesorgt hat. Was macht eine Tenakt in Rheinklang? Vorräte aufstocken für die Reise ins Jagdgebiet. Du solltest hinkommen, nordwestlich von hier. Eine gestandene Soldatin wie du schafft die Prüfungen dort bestimmt. Schätze ich auch. Vielleicht sehen wir uns dort. Ich lausche lieber Maschinen als Gesang. Sobald ich meine Vorräte habe, gehe ich zurück ins Jagdgebiet. Sie singen einfach weiter. Das heißt, der Chor tagt immer noch? Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen. Und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss doch nicht zurücksingen, oder?
Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Okay, gehen wir zu Ihnen. Rede. Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde ich... Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Fa, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Ja. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen? Bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde, die unseren Glauben nicht kennt. Bitte, vergesst nicht, wie sie Refrieden brachte. Hör ihr zu. Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los. Hier lang. Durch das Tor und rum. Auf den Feldern wird gekämpft. Kommen. Die anderen verteidigen Rheinklang. Wir müssen weiter. Glaubst du wirklich, wir können noch irgendetwas ausrichten? Wenn ich recht habe. Ja.
Überall sind Maschinen. Mehr Maschinen. Bringen wir es hinter uns. Diese Maschinen sind stärker, tödlicher als normal. In dieser Höhle steckt mehr als die Nahrung der Mr. Landwirt. Dieser Pfad ist der Weg zu den Landgöttern. Er führt uns zur Absperrung. Mehr Maschinen! Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Sie haben uns gesehen. Zurück, Aloy!
Wir müssen zur Absperrung. Wir sind fast da. So viele Maschinen kamen durch. Was ist mit den Verteidigern der Absperrung passiert? Wir sollten auf alles gefasst sein. Absperrung. Was davon übrig ist. So viele Tote. Wir trauern um sie, wenn die Zeit reif ist. Fürs Erste müssen wir weiter. In die Höhle. Voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Wir sollten nicht warten. Mögen die Landgötter unser Eindringen vergeben. Was ist das? Eine Art Wand. Aus Licht. Hier oben! Folgen wir, Aloy. Das ist Reserve für später. Ha!
Was ist das da? Wie eine Brutstättentür. Genau so. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, Sir. Ich helfe dir. Hör zu, die Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Das uns tot sehen will. Folgt mir und seid auf alles gefasst. Dieses Orts finden. Hier ist so viel Metall. Wer hat das gebaut? Maschinen. Wie du sie noch nie gesehen hast. Hier sind Maschinen. Wir müssen sie ausschalten.
Maschinen geboren werden. Es sieht so aus, doch. Wenn die Landgötter hier ein- und ausgehen, ist das nicht alles. Sie werden hier auch repariert. Und der Geist ist hier drin? Minerva? Vielleicht. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Zwei wartet hier. Ich finde einen anderen Weg. Okay. Auf die Platte stellen? Meinst du so? Gut, bleib da. Die Zahnräder müssen an der richtigen Stelle sein, um einzurasten. Gefunden, Aloy. Ich arbeite dran. Ich glaube, ich krieg die Kiste durch den Schild. Aber ich gehe lieber außen rum.
doch. Scheinen dieses Mal nur zwei Säulen zu sein. Alles in Ordnung? Ja, ich muss nur wieder hochklettern.